Guten Abend und herzlich willkommen zu Impuls, das Wirtschaftsmagazin hier im Programm von TV Touring. Nicht im Studio, sondern wir sind nach draußen gegangen und zwar zu einem echten klassischen Hidden Champion, zu einem Weltmarktführer bei uns hier in der Region in Bad Mergentheim. Und bei uns zu Gast ist der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Bartec-Gruppe. Und da geht es um Explosionsschutz. Dr. Ralf Köster wird uns das gleich erklären. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort stehen. Wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, Herr Hofgang. Mache ich gerne. Jetzt erklären Sie uns mal bitte ganz kurz die Firma Bartec und warum Sie ein Hidden Champion sind. Mache ich sehr gerne. Bartec ist seit vielen, vielen Jahren im Explosionsschutz tätig. Das muss man sich so vorstellen, wir stellen Sicherheitstechnik her, die Sie zum Beispiel im Öl- und Gasbereich einsetzen, um einfach Explosionen zu verhindern. Das heißt also, durch unsere Technik wird unter anderem sichergestellt, dass Umweltschutz betrieben wird, dass Sicherheit für Mitarbeiter gewährleistet wird. Die Firma wurde bereits in den 70er Jahren gegründet mit einer Innovation, und zwar einem Mikroschalter für Tankstellen. Vielleicht ganz spannend. Das müssen Sie sich so vorstellen, wenn Sie an der Tankstelle fahren und Sie tanken, dann wird hier eine Pumpe aktiviert. Und ein klassischer Schalter hat sehr häufig einen Reibverschluss. Und durch diesen Reibverschluss entsteht ein Funkenflug. Okay. Und logischerweise an der Tankstelle haben Sie immer explosionsgefährdete Gase. Und das führt dann automatisch oder kann zu einer Explosion führen. So ist die Firma vor vielen, vielen Jahren gegründet worden. Wir haben uns der Sicherheitstechnik und dem Explosionsschutz verschrieben. Und ich glaube, haben uns über die Jahre auch sehr gut entwickelt, bis hin zum Weltmarktführer. Ja, da kommen wir noch gleich drauf. Ist das auch irgendwie überliefert, wie man dann auf die Idee gekommen ist, dass man sagt, an der Tankstelle fange ich jetzt an, ein Unternehmen zu gründen mit Explosionsschutz? Also die Firma ist nicht an der Tankstelle gegründet worden, aber unser Firmengründer damals, der Herr Balian, daher kommt auch der Name, Bartec, steht für Balian Technology, war also schon in seinem vorigen beruflichen Leben in diesem Umfeld tätig und hatte einfach eine tolle Idee. Mhm. Und ich glaube, das ist immer wieder eindrucksvoll, dieser Unternehmertum, ich glaube auch gerade hier in Baden-Württemberg, mit einer Idee aus einer gefestigten Position herauszugehen und quasi in einer Garage eine neue Firma zu gründen mit nichts und diese Firma über die Jahre zu begleiten, ist jetzt vor einigen Jahren in den Ruhestand gegangen. Aber wenn man sich die Entwicklung ansieht, aus einer Idee heraus, so ein Unternehmen aufzubauen, ist schon eine ganz tolle Leistung. Können Sie uns kurz Daten und Fakten, Mitarbeiter, Umsatz? Mache ich gerne. Wir werden in diesem Jahr heißt bei uns, unser Geschäftsjahr geht immer vom 1. Mai bis Ende April. Deswegen sage ich in diesem Jahr. Wir werden in diesem Jahr wieder das beste Jahr der Firmengeschichte haben. Das hatten wir im letzten Jahr schon. Wie sehen die Zahlen aus? Wir werden in diesem Jahr rund 300 Millionen Euro Umsatz machen. Mit ca. 1600 Mitarbeitern. Und Sie wissen ja, wie Mittelstand ist. So Zahlen geben wir nicht so gerne bekannt. Aber ich würde es mal so formulieren, was die Ertragskraft angeht. Wir sind schon sehr, sehr ertragsstark. Wenn Sie Weltmarktführer sind und das Ganze hier aus Bad Mergentheim steuern, dann verwundert es nicht ganz, wenn Sie die Präsenz haben, dass Sie insgesamt 10 Produktionsstandorte haben. Spezialisiert man sich dann auf die Märkte oder nützt man Synergien? Oder warum machen Sie das? Nein, das ist genau, wie Sie es angesprochen haben. Wir müssen einfach uns spezialisieren auf verschiedene Bereiche in verschiedenen Ländern. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist natürlich, auf Neuhochdeutsch heißt das heute Local Content. Das heißt, sie müssen dicht zum Zielmarkt sein. Und deswegen haben wir auch Produktionen aufgebaut, zum Beispiel in China oder auch in Indien. Also an der Tankstelle, jeder begegnet jeden Tag Ihren Produkten. Wie eng ist da der Markt überhaupt? Also der Markt ist ein sehr großer Markt, der ständig wächst. Der Markt ist natürlich strukturiert in verschiedene Bereiche, in verschiedene Segmente. Aber ist sicherlich ein Markt von 5 Milliarden Euro weltweit insgesamt, okay, über alle verschiedenen Segmente. Also haben Sie noch genügend Wachstumschancen? Wir haben noch genug Potenzial, um zu wachsen. Ich habe eigentlich schon gedacht, warum stellen wir so ein Ding daher? Also das kennen wir aus dem Supermarkt, das ist ein Scanner. Aber das ist jetzt kein normaler Scanner. Genau. Damit könnte ich jetzt in der Ölraffinerie rumlaufen, hochexplosive Dinge, und mir könnte nichts passieren, weil es gibt keinen Funkenflug. Das ist genau das Thema, wenn man sich das anschaut. Die Situation ist folgende. Wenn Sie eine Raffinerie besuchen, wenn Sie auf eine Ölplattform sich begeben oder auch wenn Sie in den Control Room von einem pharmazeutischen oder chemischen Unternehmen gehen, dann brauchen Sie Technik, die dort zugelassen ist. Das heißt also, mit Ihrem normalen Telefon oder mit Ihrem normalen Scanner können Sie dort nicht rein, weil einfach die Gefahr besteht, dass die nicht sichtbaren Nicht-Gase, die man häufig auch nicht riechen kann, dann explodieren. Und dafür haben wir Technik, unter anderem auch dieser Scanner, der sicherstellt, dass so etwas nicht passiert.
und dadurch natürlich die Menschen, die Investition und die Umwelt schützen. Okay, wir haben da hinten noch ein paar weitere Geräte hier. Das kennt man eigentlich so aus der Anlagensteuerung. Also überall da, wo es sehr, sehr explosiv werden kann, da sind Sie einfach zu Hause. Das ist eine gute Beschreibung unseres Unternehmens, ja. Ist Bad Mergentheim ein Wettbewerbsvor- oder Nachteil? Also Bad Mergentheim ist ein deutlicher Wettbewerbsvorteil. Warum ist das so? Ja, wäre meine nächste Frage gewesen. Habe ich erwartet. Es liegt einfach daran, weil Sie sind hier in Baden-Württemberg, haben Sie die Möglichkeit, wirklich qualifizierte Mitarbeiter einzustellen. Und für uns ist es so, bei dieser Technik brauchen Sie qualifiziertes Personal. Und deswegen fühlen wir uns in Baden-Württemberg sehr wohl. Baden-Württemberg ist natürlich nicht der preiswerteste Standort der Welt. Das ist so. Aber wir glauben schon mit unserer Technik, mit der Qualität auch der Mitarbeiter, dass wir sehr gut aufgestellt sind. Und das muss man offen sagen, preiswerte Produkte, mehr im Entry-Level-Einstiegsbereich, die werden natürlich im Ausland hergestellt. Aber die Kernkompetenz, das Kern-Know-how, das ist hier in Mergentheim und es wird auch in Mergentheim bleiben. Sie haben auch jetzt diesen Slogan wunderbar widerlegt. Wir können alles außer Hochdeutsch. Also ich glaube, Sie können alles außer Württembergisch. Ja, Sie haben recht. Okay, also hochinteressantes Thema Explosionsschutz. Wie wird man dieses Thema hier weiter verfolgen? Mit welchen Mitarbeitern? Und wie engagiert sich das Unternehmen noch darüber hinaus? Das werden wir alles nach der Werbung hier von Dr. Ralf Köster erfahren. Zurück bei Impuls, das Wirtschaftsmagazin. Heute sind wir zu Gast in Bad Mergentheim bei einem Hidden Champion, also bei einem Weltmarktführer. Es geht um Explosionsschutz und da hat man sich Know-how aufgebaut. Seit über 30 Jahren bei uns zu Gast ist Dr. Ralf Köster. Er ist der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Bartec-Gruppe. Jetzt heißt das so schön Bartec-Gruppe. Was machen Sie denn noch jetzt, außer das, was wir schon beschrieben haben? Ja gut, der Explosionsschutz ist natürlich in verschiedene Facetten aufgeteilt. Unsere Unternehmensgruppe ist in 4 Business Units. Heute muss das ja alles einen englischen Namen haben. Man könnte auch sagen, in 4 Bereiche aufgeteilt. Einmal der klassische Explosionsschutz hier in Bad Mergentheim. Wir haben darüber hinaus 3 weitere Bereiche. Einmal das Thema Mining, also das ganze Sicherheitstechnik in Minen. Ich meine, Ihnen wird sicherlich bekannt sein, dass es hier einen erheblichen Bedarf gibt. Wir haben ja vermehrt die Situation gerade in China und in Russland, dass immer wieder Minenunglücke passieren und viele Arbeiter ihr Leben lassen. Und wir stellen Technik her, um einfach sicherzustellen, dass sowas weniger passiert. Das ist ein separater Bereich. Darüber hinaus stellen wir in einem anderen Bereich Mess- und Analysetechnik her. Man muss sich das so vorstellen, eine Raffinerie, es kommt Rohöl rein, dieses Rohöl wird bearbeitet und wenn Sie nachher zum Beispiel Kerosin herstellen wollen, dann muss natürlich eine Anforderung sein, dass Kerosin flüssig bleibt bei minus 55 Grad aus nachvollziehbaren Gründen im Flugzeug. Und diese ganzen Prozesse werden quasi online überwacht und gesteuert. Diese Technik setzen wir ein. Der vierte Bereich, wir machen unter anderem auch Heating Technology. Dieses Heating Technology hat nichts mit Fußbodenwärme oder Fußbodenheizung zu tun, sondern beschäftigt sich mit sogenannter Prozesswärme. Mhm. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Medikamente herstellen, dann müssen Sie im Prozess sehr häufig eine sichere Prozesswärme sicherstellen. Das ist eine Applikation oder auch im Öl- und Gasbereich. Das sind zum Beispiel klassische Anwendungen für diese Heiztechnologie. Wie sichern Sie sich denn die Zukunft, vor allem mit den Mitarbeitern? Sie haben gesagt, Baden-Württemberg ist zum einen jetzt nicht unbedingt ein Billigpreisland, auch Bayern nicht, was ja hier angrenzt. Es ist aber auch nicht bekannt für eine hohe Arbeitslosenquote. Und ich glaube, gerade Bayern und Baden-Württemberg, die gehen da mit Vollbeschäftigung in der Zwischenzeit voran. Wo sind Ihre Initiativen? Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Sie haben natürlich hier sehr gut ausgebildetes Personal. Aber es gibt natürlich auch eine starke Wettbewerbssituation, was die Arbeitgeber angeht. Also für uns ist es wichtig, dass wir uns engagieren, auch sozial engagieren, dass wir uns engagieren, auch neben der Aus- und Fortbildung, die wir natürlich anbieten, in verschiedensten Bereichen. Da gibt es zum Beispiel ein Engagement, was die Ausbildung angeht. Wir engagieren uns hier mit mehreren Unternehmen der Region in dem Thema kreative Köpfe. Da geht es einfach darum, Jugendliche von verschiedensten Schulen die Möglichkeit zu geben, wirklich einfach mal kreativ zu sein, in die Firmen zu gehen und ihre Ideen hier mit unseren Mitarbeitern umzusetzen. Ich glaube, das ist eine faszinierende Sache, wenn Sie die jungen Leute da stehen sehen und die Ihnen ganz tolle Technik vorstellen, aus einer Idee geboren, mit unserer Hilfe umgesetzt. Das machen wir in jedem Jahr. Und ich glaube, allein darüber generiert man schon sehr viel Interesse, was Ausbildungsplatznachfrage angeht.
Sie haben aber natürlich, Sie sind unter anderem mit dabei im Firmenausbildungsverbund Mein Tauber. Mhm. Was hat es damit auf sich? Ja gut, das ist sicher, das ist wichtig, dass wir in dem Ausbildungsverbund der Region tätig sind, uns gegenseitig unterstützen, auch die entsprechenden Fachschulen und Hochschulen einbeziehen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich hier auch innerhalb der Unternehmen der Region austauscht und Ansätze gemeinsam koordiniert. Jetzt habe ich noch was gelesen. Sie haben eine Kooperation mit der Stadtbücherei Bad Mergentheim. Das habe ich jetzt überhaupt noch nicht gehört, dass es eine Kooperation zwischen einer Firma und einer Bücherei gibt. Ja, ich glaube, es ist auch mal wichtig, neben der reinen Technik und der Schulung auch mal ein bisschen Abstand zu bekommen und auch über andere Dinge mal nachzudenken. Wir bieten unser Foyer hier häufig an für Lesungen, die wir organisieren, unterstützen. Und es ist wirklich eine Freude zu sehen, wie viele Mitarbeiter in ihrer Freizeit dann an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Ich glaube, sowas gehört auch einfach heute dazu. Weil das ist etwas, wo man auch zeigt, es geht jetzt nicht nur um die Firma, sondern auch, ich sag mal, um das Drumherum. Das Drumherum, unter anderem unten in Ihrem Eingangsbereich, Sie haben es gerade gesagt, da steht eine Puppe mit einem Fechtanzug, nebendran ein Transparent Team Landen. Und Sie unterstützen da hier das Fechtzentrum. Ich glaube, wenn man in Baden-Württemberg in Bad Mergentheim seine Zentrale hat und Tauberbischofsheim nur einige Meter entfernt ist, ich glaube, dann bietet sich das an. Also für uns ist es einfach toll zu sehen, was dort in dem Olympiastützpunkt dort an Leistung gebracht wird. Und wir freuen uns, dass wir hier als einer der Top-Sponsoren uns engagieren können. Wir unterstützen ja ebenfalls die Meldung oder auch das Engagement des Fechtteams für London und freuen uns einfach, das durchführen zu können seit vielen Jahren, weil ich glaube, Sport auf diesem Level ist natürlich auch eine Höchstleistung. Und da finde ich es eine Selbstverständlichkeit, dass sich die führenden Firmen der Region hier auch engagieren und eben die finanziellen Möglichkeiten geben, diese Ausbildung und diesen Erfolg auch zu realisieren. Herr Dr. Küster, eine persönliche Frage zum Schluss. Sie sind jetzt nicht unbedingt hier aus der Region. Sie sind natürlich aus dem Norden. Sie sind gelernter Diplomkaufmann und dann auch promoviert als Wirtschaftswissenschaftler. Wann haben Sie das erste Mal sich mit Explosionstechnik so angefreundet? Weil das hängt ja nicht so wirklich zusammen. Also ich muss sagen, ich bin vom Haus aus Kaufmann, habe mein ganzes Leben Technik verkauft im Maschinen- und Computerbereich und bin im Sommer 8 Jahre hier als Vorsitzender und bin dann zum ersten Mal klassisch über einen Personalberater angesprochen worden und war eigentlich gleich beeindruckt. Weil es ist Technik und es ist etwas, was den Menschen hilft und der Umwelt hilft. Und das noch bei einer Firma, die sehr, sehr international aufgestellt ist, die sehr stark wächst. Da gab es eigentlich keine Zeit, lange zu überlegen. Und ich habe das gern gemacht und ich mache es immer noch sehr gern. Also recht herzlichen Dank. Also heute waren wir zu Gast hier mit Impuls in Bad Mergentheim bei der Badtech-Gruppe. Weltmarktführer. Und da haben wir noch mehr und die werden wir uns auch im Laufe des Jahres gemeinsam mit Ihnen anschauen. Bis zur nächsten Woche. Auf Wiederschauen und vielen Dank, dass wir Gast sein durften. Vielen Dank.